Tolles Wetter, super Spiel, das erste Game im Mommsenstadion für die Berlin Rebels in der neuen German Football League Season gegen die Hamburg Huskies. Was für ein Auftakt in die neue Spielzeit. Die Stimmung ist super, wie bei jedem Football Game oder generell bei jedem Sportgame oder bei sportlichen Aktivitäten und ja, einfach super, kann ich nur sagen. Zwei starke und voll motivierte Mannschaften trafen da am vergangenen Sonntag aufeinander. Spannung lag in der Luft. Das Preseason-Game eine Woche zuvor gegen die Ingolstadt Jukes hatten die Rebels für sich entscheiden können und so zeigten sie sich zuversichtlich und waren richtig heiß auf den Saisonstart. Wir haben uns die ganze Woche darauf vorbereitet, konnten uns gut auf den Gegner einstellen, hatten mehrere Meetings und haben uns natürlich auch mental in der Kabine vorm Spiel eingestimmt. Wir haben ein super Team dieses Jahr und wir haben uns den Hintern wund practiced, um einfach gut zu spielen und gut zu ballen. Und natürlich, unser Ziel ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen und daher super zuversichtlich. Im ersten Quarter tasteten sich die Rebels und die Huskies langsam an das Spiel ran, kämpften sich rein, wenige Minuten nach dem Start, aber verletzte sich unglücklicherweise der Wide Receiver der Rebels mit der Nummer 8, Alexander Tunkaraconi, und musste dann frühzeitig leider das Feld verlassen. Ja, das war bitter natürlich. Es gab auf beiden Seiten im ersten Quarter eine starke Abwehrreihe, weshalb dann auch das erste Viertel mit dem Stand von 0:0 endet. Im zweiten Quarter war dann aber deutlich mehr los. Da zeigten die Rebels endlich ihr Können. Philipp Fries-Andersen brachte das erste Field Goal und wenige Minuten später kam dann auch der erste Touchdown. Pass vom Quarterback von Terrell Robinson auf den Wide Receiver Jason Harris. Nach der Halbzeitpause ging die Mannschaft wieder gestärkt ins Spiel, jedoch konnten die Huskies aus Hamburg auch hier in der letzten Halbzeit keine Punkte aufs Scoreboard bringen. Die Rebels Defense einfach zu stark und die Offense konnte noch zweimal zuschlagen. Und zwar zwei Touchdowns gab es noch, einmal von Jamal White und dann auch Sean Richard und dazu ein Zusatzkick von Philipp Fries-Andersen. Also gewannen die Rebels am Ende ihr Heimspiel klar und deutlich mit 24:0. I got what I expected, a team that wasn't ready for us. They was kind of soft because we the best and we some killers. Ich habe erwartet, dass die auf jeden Fall stark rauskommen. Die sind auch stark rausgekommen. Ist auch ein gutes Team, aber ich wusste auf jeden Fall, dass wir das Ding gewinnen werden. Wir sagen natürlich Gratulation auch zum zweiten Tabellenplatz nach dem ersten Spieltag. Und da kommt gleich was ganz Dickes auf die Rebels zu. Und zwar am 19.05. kommen die Tabellenführer, die Potsdam Royals, die Aufsteiger, nach Berlin ins Mommsenstadion. Also 19.05. Spitzenspiel der German Football League. Und wir von Hauptstadtsport TV sind natürlich wieder mit dabei.